Liebe Freunde der Astrologie, um den 21. April herum wird im Stier der Jupiter auf den Uranus stoßen. Ich habe ja dazu schon ein Video gemacht. Da wir ja an der Schwelle einer wirklich neuen Zeit stehen, auch auf einer neuen Zeitlinie stehen, kann das bedeuten, dass der astrologische Raum, vertreten durch Stier, im Stillen plötzlich ganz neue Dimensionen erfährt. Spätestens dann wäre es wichtig, dass wir unseren astrologischen Raum nicht nur entdeckt, sondern auch betreten haben, also ihn wirklich erschlossen haben. Was ist der astrologische Raum, werden jetzt einige fragen. Der astrologische Raum ist der geistige, der energetische Raum, in dem wir unsere Inkarnation entfalten, in dem wir uns ausdehnen können, den wir unbedingt brauchen, um überhaupt unseren Lebensplan konstruktiv umzusetzen und alle Planeten ordentlich und auch adäquat bedienen zu können. Wenn wir zu diesem Raum Zugang bekommen, ist es möglich, in den Fluss des Lebens zu gelangen und umgekehrt natürlich nicht. Wo und wie bildet sich jetzt im Radix dieser Raum ab? Über das zweite Haus. Relativ einfach. Das erste Haus ist ja die Energie, das zweite Haus ist ja die räumliche Ausdehnung. Also wir sehen uns vorrangig den Herrscher des zweiten Hauses an. Wo steht er? In welchem Haus steht er? In welchem Zeichen steht er? Wie ist er in den Konstellationen verbunden? Und vor allem, nach wem muss sich dieser Herrscher von Haus 2 richten? Also wer ist sein Vektor? Und natürlich geben alle Planeten im zweiten Haus samt ihrer Winkelverbindungen eine wichtige Information für diesen astrologischen Raum ab. Wie unterschiedlich und ausgefeilt das manchmal abgebildet wird, das schauen wir uns jetzt anhand von 6 Beispielen einmal an. Es sind einfache Beispiele dabei und es sind auch Beispiele dabei, die richtig wow sind. Wir haben im ersten Beispiel das zweite Haus in den Zwillingen, also beginnt in den Zwillingen. Das heißt, hier erstreckt sich der Raum im Bereich der Kommunikation, im Bereich von Wort und Schrift, im Bereich der Bewegung, im Bereich der Selbstdarstellung auf öffentlicher Ebene, weil der Herrscher von 2 in 10 steht, also im öffentlichen Raum. Weil der Merkur mit Venus in Konjunktion steht, agiert er mit geschliffener Sprache, vielleicht auch sogar mit poetischer Sprache. Der Merkur ist auch Herrscher von Haus 6, weil das Haus 6 in der Jungfrau schneidet, vertritt also auch den Raum der alltäglichen Arbeit. Weil jetzt Merkur hier im Steinbock steht, wird er für die Öffentlichkeit verbindlich und lehrhaft. Der geistige Raum des Merkur in der Öffentlichkeit ist auch gleichwohl die Berufung, zumal dieser Merkur ja in Konjunktion mit dem MC steht. Da Merkur im Steinbock steht, muss er sich nach Saturn ausrichten. Das bedeutet, dass Saturn im Schützen im Haus 8 zum Raum dazugehört. Das wiederum heißt, dass sich Merkur in seiner öffentlichen, lehrhaften Kommunikation mit den Themen der Bewusstwerdung, der Gesetzmäßigkeiten zur Selbstermächtigung, zur Meisterschaft über die Schatten und Emotionen präsentiert. Weil in diesem speziellen Fall das zweite Haus in einem Merkurzeichen schneidet, ist hier der astrologische Raum absolut identisch zu den Möglichkeiten des Geldverdienens. Wir wissen ja, das Geld verdient sich über das Haus 2 und über Merkur. Das ist also der Raum für die Entfaltung und Expansion in diesem Leben dieses Horoskopeignes. Ein einfaches Beispiel. Schauen wir uns das Beispiel Nummer 2 an. Im Beispiel Nummer 2 haben wir ein zweites Haus beginnend in der Jungfrau. Das heißt, hier bildet sich im Bereich der Analyse, der Gesundung, des Dienens, dem Großen und Ganzen der Raum ab. Also hier erstreckt sich der Raum. Und bei der Gesundung geht es auch um die Anpassung an die Lebensbedingungen, gemäß der Jungfrau. Weil jetzt Merkur im Haus 10 steht, also hier auch wieder, erstreckt sich die Analytik der Jungfrau und das Dienen des Großen und Ganzen und so weiter mit all den Themen auf den öffentlichen Raum.
Der Merkur steht im Stier, das heißt, es geht dabei um bestimmte Ausformungen des Lebens, um Grundlagen des Lebens, um Selbstwert und Selbstliebe, natürlich auch um Sinnlichkeiten, Werte, Finanzen, Sicherheiten. Nicht zuletzt um den astrologischen Raum von Menschen, der ja auch dem Stier zugeordnet ist. Der Merkur wird durch eine starke Kraft der Erforschung und Bewusstwerdung unterstützt. Das ist also Mars in Konjunktion als Herrscher aus dem Haus 9. Auch hier steht Merkur im Bereich der Berufung. Merkur steht in Konjunktion mit der Achse Mars-Neptun-Opposition, einer Konstellation für das Unverständnis von Handlungen und eine der unglaublich starken Fantasie. Wir nennen solche Konstellationen Fantasie, aber wenn man tiefer geht und etwas mehr weiß über Spiritualität und Astrologie, dann weiß man, dass die Fantasie als solche, wie wir sie begreifen, ja eigentlich gar nicht existiert. Ja? Es gibt sie nicht wirklich, wir nennen es so, in dem Diesseits nennen wir das so. Aber eigentlich sind es Informationen aus anderen Ebenen, die wir da kriegen. Ja? Auch wenn die völlig losgelöst sind von einem bestimmten Fokus. Weil Merkur in Opposition zu Neptun steht und Neptun im Skorpionhaus Nummer 4 ist, geht es ja hier um die Aufdeckung verborgener Handlungen aus früheren Leben, auch im Zusammenhang mit den Ahnen. Der Merkur im Stier muss sich nach der Venus im Krebs richten und die Venus im Krebs ist oben in Haus 11, im Zwillingshaus 11. Das heißt, das performte Dienen des Merkurs im öffentlichen Raum mündet in das liebevolle Kümmern, weil die Venus ja im Krebs steht, um Klienten, wir haben es hier mit dem Haus 11 zu tun, und das ist jetzt hier der Raum für die Entfaltung und Expansion in diesem Leben. Also schon mal deutlich spannender. Schauen wir uns das Beispiel Nummer 3 an. Im Beispiel Nummer 3 haben wir das zweite Haus in den Zwillingen und im zweiten Haus stehen zwei Planeten. Es ist also anders gelagert in der Deutung. So, auch wenn sich jetzt hier im zweiten Haus Planeten befinden, erstreckt sich der astrologische Raum über den Herrscher von Haus 2. Also das bleibt deswegen gleich. Hier steht dieser zufällig in Anführungszeichen, in Haus 2. Also der Merkur als Herrscher eines Zwillingshauses. Wir schauen uns den Herrscher von 2 an und dieser steht auch in 2, also ein Sonderfall. Der Raum erstreckt sich im Bereich der Kommunikation, wir haben es hier mit Zwillingen zu tun, im Bereich von Wort und Schrift, im Bereich der Bewegung, im Bereich der Selbstdarstellung. So, jetzt steht der Merkur im zweiten Haus. Das heißt, es geht dabei um bestimmte Ausformungen des Lebens, um Grundlagen des Lebens, um Selbstwert und Selbstliebe, natürlich auch um Sinnlichkeiten, Sicherheiten, Werte und Finanzen. Und nicht zuletzt um den astrologischen Raum von Menschen. Weil der Merkur Herrscher von Haus 6, er ist ja auch von Haus 6 der Herrscher, und im Quadrat zu Pluto steht, liegt die Kernaufgabe dieses Merkurs in der psychologischen Analytik. Man könnte auch Psychoanalyse dazu sagen. Ganz eindeutig Psychoanalyse. Das heißt, diese Psychoanalyse wird auch umgesetzt, um Menschen ihren astrologischen Raum zu verschaffen. Die Sonne befindet sich in Haus 2 und verschafft dem Horoskopeigner immer den Raum, den dieser im Sinne seiner Selbstverwirklichung auch braucht. Und dieser Raum muss nicht nur geistig sein, sondern in der Regel haben solche Menschen auch tatsächlich viel physischen Raum, entweder im Sinne von bewohnbaren Räumen oder körperlicher Ausdehnung. Das muss natürlich nicht sein. Also Sonne Haus 2 ist immer ein Sonderfall, ist immer eine, ja man könnte sagen, eine garantierte Ausdehnung, ein garantierter Raum, aber auch die Sonne kann konditioniert sein. Weil die Sonne hier aus Haus 5 kommt, wird dieser
garantiert der kommunikative Sonnenraum durch Selbstständigkeit, durch Führen, Lehren oder auch der partnerschaftlichen Liebe gefördert. Allerdings gibt es jetzt hier in diesem Beispiel eine deutliche Einschränkung. Wir haben ein Pluto-Sonne-Quadrat und das bedeutet, dass diese Sonne erst dann ihren Raum vollumfänglich beanspruchen kann, obwohl sie ja eigentlich von Haus aus darüber verfügen kann, wenn der unerbittliche Kampf mit sich selbst, und Pluto-Quadrat-Sonne ist der unerbittliche Kampf mit sich selbst, analytisch durchdrungen, beendet und abgeschlossen wurde. Das geht natürlich nur Zug um Zug und daher erschließt man sich diesen Raum auch nur Zug um Zug. Das ist also der Raum für die Entfaltung in diesem Leben. Also wir sehen sehr, sehr konzentriert auf eine Thematik. Es ist klar, dass sich das ganz stark beruflich auswirkt. Schauen wir uns das nächste Beispiel an. Im Beispiel Nummer 4 haben wir nur zwei Planeten, die den Raum aufspannen. Das zweite Haus schneidet im Widder. Das heißt, hier konzentriert sich der Raum auf das Auftreten, auf die Selbstdurchsetzung, auf das Führen und die Pionierhaftigkeit. Auch die Veränderung. Der ausführende Mars, der steht hier wieder zufällig in Haus 2. Das heißt, hier geht es um die Durchsetzung bestimmter Ausformungen des Lebens, um Grundlagen des Lebens, um Selbstwert und Selbstliebe, natürlich auch um Sinnlichkeiten, Sicherheiten, Werte und Finanzen und nicht zuletzt wieder um den astrologischen Raum von Menschen. Dieser Mars möchte, abgesehen von seiner eigenen Entwicklung, der Durchsetzung, die natürlich erstmal ansteht, in diesen Bereichen Menschen pionierhaft führen. Auf dem Weg der eigenen Entwicklung wird dieser Mars um den eigenen astrologischen Raum wirklich kämpfen müssen, sehr viel sogar. Weil Saturn im Quadrat zum Mars steht, scheint dieser Kampf unglaublich viel Kraft und eisernen Willen zu verbrauchen. Allerdings scheitert dieses Bemühen immer und immer wieder, wie durch einen Fluch verhindert. Ja, es ist also, als wenn das Fluch behaftet wäre. Erst wenn Saturn in Haus 12 beim Horoskopeigner die kosmisch anstehenden Hausaufgaben einfordert, ist es möglich, Zug um Zug den astrologischen Raum zu erobern. Was gehört jetzt zu diesen astrologischen Aufgaben? Erst einmal die Aufhebung der Schuld und Eigensabotage als Selbstbestrafung, das ist Kernthema von Saturn Haus 12. Dann der Abschluss der Inkarnation, weil ein Saturn in Haus 12 weist auch immer wieder auf die nicht abgeschlossene Inkarnation hin. Dann das Bewältigen der anstehenden irdischen Herausforderungen. Hier durchläuft sozusagen der Saturn eine Phase der Überkompensation, aber hier ist die sogar erforderlich. Und dann die Beschäftigung und Vertiefung der geistigen Gesetze der Wirklichkeit, der Dinge, die nicht von dieser Welt sind. Und das ist dann die Kernaufgabe von diesem Saturn. Das kommt aber ganz zum Schluss. Also diese Blüte kommt ganz zum Schluss. So, und dann kann man sagen, dann kann der Mars mit voller eiserner Kraft des Saturn durchstarten. Also es ist nicht so, dass die Phasen jetzt 1 bis 4 nacheinander kommen, sondern das geht immer Zug um Zug, ja, dass man dann ein richtiges Verständnis dafür hat. Das ist also der Raum für die Entfaltung und Expansion in diesem speziellen Leben des Horoskopeigners. Ja, also wir sehen, es kann auch sein, dass wir nur zwei Planeten brauchen, um diesen Raum zu definieren. Schauen wir Beispiel Nummer 5 an. Im Beispiel Nummer 5 haben wir jetzt ein zweites Haus, was in den Zwillingen schneidet. Da ist wieder Merkur zuständig. Und hier erstreckt sich also auch der Raum auf den Bereich der Kommunikation, im Bereich von Wort und Schrift, im Bereich der Bewegung, im Bereich der Selbstdarstellung. Der Merkur steht jetzt in Haus 7 im Skorpion, im Waagehaus. Er steht zwar im Skorpion, aber in einem Waagehaus. Erstreckt sich diese Kommunikation auf die Analyse von Schattenthemen, auch der Sexualität natürlich, in der Partnerschaft
sowie in den Begegnungen, um in die Harmonie der Selbstermächtigung und einer erfüllenden Sexualität zu gelangen. Der Merkur muss sich nach der Venus ausrichten, erst einmal nach der Venus ausrichten, weil er ja in einem Waagehaus steht. Und das bedeutet, weil die Venus im Skorpion und auch im Partnerschaftshaus steht, rückt also die Harmonisierung sexueller Themen in den Vordergrund. Der Merkur muss sich auch nach Pluto im Löwenhaus, im Haus 6, richten. Das heißt, hier wiederum geht es um die Analyse der partnerschaftlichen Liebe, um das analytische Führen von Menschen. Weil Venus mit Neptun eine Konjunktion hat, Neptun im Schützehaus 8 steht und dann die Venus-Neptun-Konjunktion ein Quadrat zu Mars in Haus 12 hat, lässt sich also hier eine eindeutig tantrische Grundlage der Verschmelzung als astrologischen Raum ermitteln. Bau, kann man da sagen. Bau, was für ein Raum. Allerdings steht das Stellium Merkur-Venus-Neptun in Opposition zu Saturn in Haus 2. Ein karmisches, partnerschaftliches Schulthema, das erst aufzulösen ist, bevor der astrologische Raum überhaupt betreten werden kann. Saturn in Haus 2 konditioniert natürlich auch den astrologischen Raum sogar ganz erheblich. Das karmische Schuldthema, was sich dahinter verbirgt, ruft nach Bestrafung, hier mittels beschränkter Ressourcen und hartem Arbeiten für den astrologischen Raum. Das Geld scheint nie genug und es scheint, dass einem wirklich nichts geschenkt wird. Also Saturnhaus 2 kämpft hier nicht ums Geld, sondern sorgt dafür, dass immer der Eindruck entsteht, dass alles immer zu wenig und zu begrenzt ist. Nicht für das ganze Leben natürlich. Saturn ist jetzt Herrscher von Haus 10 und als Herrscher von Haus 10 sagt das aus, dass der Horoskopeigner eines Tages womöglich andere Menschen die Erschließung des astrologischen Raumes über tantrische Prozesse lehren wird, lehren kann. Tantrische Prozesse haben ja nicht nur mit Sexualität zu tun, sondern vor allem mit sehr vielen schmerzhaften Befreiungsprozessen, also sehr produktiv. Das ist also der Raum für die Entfaltung und Expansion in diesem Leben für diesen Horoskopeigner. Schauen wir uns das sechste und letzte Beispiel an. In unserem sechsten Beispiel schneidet das zweite Haus im Skorpion. Das heißt, hier erstreckt sich der Raum auf den Bereich von Schattenthemen, Traumatisierungen, Ängsten, auf den Bereich der Selbstüberwindung, der Macht bzw. Selbstermächtigung und natürlich auch auf den Bereich der Erotik, Sexualität, hier speziell in diesem Bereich auch der Magie, nicht zuletzt der Magie. Weil der zugehörige Pluto als Herrscher von 2 in einem Jungfrauhaus steht und im 12. Haus steht, konzentrieren sich die vorgenannten Skorpion-Themen auf die Analyse sowie der praktischen Anwendung aller Themen des 12. Hauses. Also den Dingen, die nicht von dieser Welt sind, aber die Wirklichkeit darstellen. Bei Pluto in Haus 12 geht es vor allem um emotionale Übergriffe aus früheren Leben, also eigenen schmerzhaften Emotionen aus Ereignissen im früheren Leben, die eine fehlende Mittigkeit nutzen, um sich mit ihrer Macht im jetzigen Leben Bahn zu brechen. Aber nicht nur Pluto in Haus 12 kann auch für dämonische Übergriffe aus der Schattenwelt stehen. Die Schattenwelt muss jetzt nicht mit früheren Leben zu tun haben, sie kann. Weil Pluto im Jungfrauhaus steht, muss er sich nach Merkur und Chiron richten. Der Einfachheit halber zeige ich nur Chiron, weil er deutlich aussagekräftiger ist. Nebenbei bemerkt, der Merkur stünde in Haus 4, zeigt also seelische Themen. Chiron in den Fischen und im 6. Haus bedeutet, dass die Anpassung an die Lebensbedingungen inklusive alltäglicher Arbeit sehr schwer fällt. Einmal, weil die Wunde, die Chiron ja ausdrückt, für den Horoskopeigner nicht greifbar ist und zum anderen,
weil Chiron in den Fischen auf eine Ursache aus früheren Leben und dem Schattenreich hinweist. Plutonhaus 12 ist schon eine gefühlte Machtlosigkeit. In Opposition zu Chiron wird diese Machtlosigkeit noch brisanter und stellt eine wichtige Heilarbeit für sich selbst und auch für andere dar. Zum astrologischen Raum gehören auch Neptun, der hier, weil aus Haus 6 kommend, über das alltägliche Wirken, Traumatisierungen, Ängste, dämonische oder magische Blockaden, um nicht zu sagen Flüche und Verwünschungen, die sind ja wie einseitige Vertragsgrundlagen, auflöst. Für dieses Wirken braucht man viel Informationen aus der Anderwelt, die man jetzt gemeinhin als blühende Fantasie bezeichnen würde, dargestellt von Mars-Neptun-Quadrat. Dazu habe ich ja vorher schon was gesagt. Neptun hat eine Verbindung zu Chiron, was eindeutig eine Geistheilung klassifiziert, und die Verbindung von Neptun zu Lilith befähigt den Horoskopeigner zur schamanischen Arbeit, bei der der Lichtkrieger, Mars-Neptun nennt man also Lichtkrieger, in seiner Souveränität des Haus 5 mit dem Schwert des Michaels das Dämonische köpft. Das Schwert des Michaels ist in dem Fall der Mars. Auch das hier, was für ein astrologischer Raum, ja, wie speziell dieser ist. Jetzt kommt aber noch ein Aber. Und das gilt jetzt für alle astrologischen Räume, die unmittelbar mit der Lilith in Verbindung stehen. Wenn der Horoskopeigner in seiner eigenen Entwicklung, in der Erledigung seiner eigenen Schattenthemen noch nicht so weit ist und einer niedrig schwingenden Bedienung seiner Planeten nicht zustimmt, was ja verständlich ist, dass man das nicht tut, wird Lilith erst einmal nicht auf ihre Kosten kommen und in die Verweigerung gehen. Das hat die Lilith so an sich, wenn Lilith nicht eindeutig bedient wird, dass sie dann in die Verweigerung geht. Und Verweigerung bedeutet, alle Planeten, die mit Lilith verbunden sind, werden dann nicht gelebt werden können. Weil Lilith unmittelbar mit einem wichtigen Element des Raumes verbunden ist, hier Neptunhaus 2, und es könnte natürlich auch eine Verbindung mit dem Herrscher von 2 sein, sorgt das dann dafür, dass der Raum nicht oder nur zu einem Bruchteil zur Verfügung steht. Das liegt jetzt an der Verweigerung der Lilith. Das bedeutet keine Expansion, kein Flow, kein erfüllender Lebensplan. Der Schlüssel ist hier also in diesem Horoskop die Lilith. Sie will und muss bedient werden, auf welche Art und immer. Sonst bleibt der Raum verwehrt. Nur über die tatenlose Fantasie, die hier sehr wahrscheinlich ist, dass die so ausgeführt wird, wird das die Lilith auf Dauer nicht überzeugen. Also sie braucht die reale Umsetzung über das fünfte Haus, sie steht ja im fünften Haus, in allergrößter Freiheit, weil sie auch im Wassermann steht. Das ist sozusagen die höchste Ebene als schamanische Heilarbeit. So möchte die Lilith sich dort verwirklichen. Und wenn das nicht wirklich ausgeführt wird, sondern nur in der Fantasie bleibt, wird sich dieser astrologische Raum nicht erschließen. Ja, dann wird also dieser Mensch auch nicht wirklich in seine Fülle, in seinen Lebensplan kommen. Das ist der Raum für die Entfaltung und Expansion in diesem speziellen Leben für diesen Horoskopeigner. Also Sie sehen, wie unterschiedlich diese astrologischen Räume sich aufspannen. Und was hier ganz deutlich ablesbar ist, dass der astrologische Raum ja ganz unmittelbar mit dem Lebensplan verbunden ist. Weil wenn wir den astrologischen Raum nicht erschließen, werden wir unserem Lebensplan nicht folgen können. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.